Und da sind wir schon wieder bei Back to the Future The Game. Wir suchen Emmett und versuchen seinen Arsch zu retten. So, damit die Zukunft wieder, die Vergangenheit, nee, die Zukunft so ist, wie sie sein soll. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Wow. So, können wir da jetzt Knöpfchen drücken? Konsole. Da kann man nichts machen, da kann man auch nichts machen. Roter Knopf. Selbstzerstörung. Im Haus der Zukunft werden Obstkörbe täglich durch Helikopter mit frischen Früchten aufgefüllt. Schön. Das ist Wachs? Ja klar, sonst wird's so schlecht. Okay, was haben wir denn noch hier? Grüner Knopf. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Hey! Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten. Oder sagen Sie... Brown, Telefonzelle der Zukunft. Landeck 4253. Expo, wo die Zukunft schon heute beginnt. Hier ist Techne, die Muse des Fortschritts. Mit wem spreche ich? Michael Kittenen. Mr. Smith, Mike Corleone. Hi, Trixie. Ich bin's, Michael. Oh, hi. Wie kann ich dir helfen? Ach, gar nicht. Ich hab nur dieses flotte Telefon ausprobiert. Okay, tschüss. Bis dann. Gespräch beendet. Jetzt möchte ich nochmal was ausprobieren. Telefonknopf. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Willkommen beim Telefonhelm. Bla 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 bla. Brown anwesend. Telefonzelle der Zukunft. 4253. Hill Valley Expo. Techne hier. Wer ist dort? Kittenen. Ich bin's, Kit Tannen. Ich bin wieder auf freiem Fuß und will dich zurück, Baby. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder warum Sie diese furchtbare Imitation von Kit aufführen. Aber dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ich bin jetzt sauber. Gespräch beendet. Freut mich, Trixie. Okay, was kann denn der blaue Knopf? Sie wollen Spaß? Das Haus der Zukunft ist ausgestattet mit einem modernen Home-Entertainment-Center. Mensch, ärger dich nicht und so. Topfpflanze. Oh. Diese Pflanze gehört nicht hierher. Die hat nichts Futuristisches. Je. Meine Grüße, Sterbliche. Ich, Techne, die Muse des Fortschritts, hoffe, dass Sie viel Spaß auf dieser Expo mit Ihren fantastischen Ausstellungsstücken haben. Und denken Sie daran, die Eintrittskarten für unsere Hauptattraktionen können Sie hier am Informations... Entertainment Center. Ein komplettes Home Entertainment Center. Und was ist mit der ColecoVision? Ja, was? Was haben wir denn da? Ein Loch. Okay, Drehkreuz. So, als erstes möchte ich mal hier die Blume austauschen. So. Inventar, Topfpflanze mit Aufnahmegerät. Was? So, können wir die... Nun, wenn man vom Teufel spricht. Die Pflanze hier mit der futuristischen... Nein. Officer Parker... Edna... Edna mit der Pflanze aufzunehmen ist eine gute Idee, aber ich sollte unauffälliger vorgehen. So. Ich wollte noch etwas anderes sagen. Was war es doch gleich? Oh ja. Informationsstand. Kann man die da reinstellen?
Nixon wäre wirklich stolz. So. Okay. Uhr. Ich glaube, das soll eine Uhr sein. Okay. Dann möchte ich jetzt fast nochmal hier... Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Das Telefon nochmal ausprobieren. Telefonknopf. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten. Oder sagen Sie... Brown anwesend. Sonntag 4385. Hier bei Brown. Hey Hampton, wie läuft's denn so? Das ist Marty, Emmets Freund. Ist er da? Momentan nicht. Es tut mir leid, aber er ist auf einem seiner kleinen Abenteuer. Danke, bis dann. Auf Wiederhören. Gespräch beendet. Puh. So, Konsole. Telefonknopf. Im Haus der Zughelms geführt werden. Ja, ist... Homs kopiert? Oder sagen Sie? Telefonzelle der Zukunft. Sonntag 4253. Mann, immer diese Telefone. Ja? Carl Sagan. Hier spricht Carl Sagan. Der geheimnisvolle Mr. Sagan. Was wünschen Sie? Kann ich mit Edna sprechen? Könnten Sie Edna Strickland für mich ans Telefon holen? Aber klar, Mr. Sagan. Hey, Strickland! Jemand möchte tatsächlich mit dir sprechen. Mr. Sagan, ich dachte, ich höre erst wieder nach der Expo von Ihnen. Ach so? Ja, war das nicht Teil unseres Plans? Ja, unser Plan. Wegen dieses Plans. Erzählen Sie mir von unserem Plan. Wo ist Emmet? Lassen Sie Jakob Smirnov in Ruhe. Ihr finsteres Geheimnis. Wegen, Sie wissen schon. Sie wissen schon? Wegen dieser Sache, über die wir gestern geredet haben. Ach, das. Um genau zu sein, bin ich froh, dass Sie es erwähnen. Ich habe nachgedacht. Wäre es nicht eine gute Idee, das alles Jakob Smirnov anzuhängen? Was genau ihm anzuhängen? Sie wissen es? Oh, jetzt verstehe ich. Sie sind immer noch sauer wegen dem Knast. Ja. Daran war der Hund schuld. Wenn der nicht angetrabt gekommen wäre, nachdem ich das Feuer gelegt hatte, wäre ich problemlos davongekommen und hätte den Verdacht nicht auf Sie lenken müssen. Sie ist die Brandstifterin. Okay. Carl, ist da jemand bei Ihnen? Nein, nein, nur wir zwei. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Jede Nacht öffnen Sie Ihre Tore, schenken illegal Alkohol aus und bieten leichte Mädchen an, stellen Ihre Sittenlosigkeit zur Schau. Und die Gesetzeshüter... Ich habe also getan, was jede rechtschaffende, willensstarke Frau tun würde. Und etwas unternommen. Und es war wirklich prachtvoll. Die Brände waren so schön. Der Alkohol hat so schöne blaue Flammen geschlagen, als alles abgebrannt ist. Die ist echt psychisch krank. Wo war ich? Sie haben erklärt, warum Sie diese Bars niedergebrannt haben. Ja, hat Ihnen meine Antwort gefallen? Sie war sehr aufschlussreich. Auflegen. Was? Gespräch beendet. Mann, Edna war schon immer verrückt. Ja. Ich hoffe, dieses Geständnis genügt, Parker. Sehr schön. Begrüßen wir nun den Mann, der die unerschöpflichen Möglichkeiten von wuchernden Algen erkannt hat. Willkommen, Ernest Philpott! Okay. Danke, Trix. Es ist eine große Ehre, heute hier sein zu dürfen, unter all diesen schlauen Köpfen. Wie die Dame bereits sagte, ich forsche auf dem Gebiet der Algen. Algen, meine Damen und Herren, sind geheimnisvoll und noch recht unerforscht. Nach ausführlichen Studien und unzähligen Experimenten glaube ich, die Geheimnisse dieses noblen Gewächses entschlüsselt zu haben und präsentiere meine Entdeckung. Diese Antwort wird bestimmt viele Leute brennend interessieren. Voller Stolz der staunenden Öffentlichkeit. So. Algenkuchen, meine Damen und Herren, stellen den nächsten Schritt der Agrarrevolution.
das da hat Officer Parker. Hey Danny, kann ich kurz mit dir sprechen? Genosse Smirnoff, stellen Sie sich jetzt! Jeder vier Augen. Menschen bis zum heutigen Tage nicht von den Vorteilen dieser profitieren, da der Geschmack der Alge nicht gerade appetitlich ist. Wer hört schon auf Edna? Ich habe etwas gegen Edna in der Hand. Du sagtest doch, du würdest dich Edna widersetzen, wenn ich was... Mann, du Penner da hinten, hör mal auf, jetzt dazwischen zu quatschen. Sie hat versucht, Doc neu zu programmieren. Sie ist die Brandstifterin. Sie ist die wahre Brandstifterin. Stand zu besuchen. Stand A17. Aber es ist wahr, sie hat es zugegeben. Naja, ich habe das nicht gehört, also steht deine Aussage gegen ihre. Und nichts für ungut, aber ihr Wort ist hier von etwas größerer Bedeutung. Hast du Carl Sagan gesehen? Du hast Carl Sagan nicht zufällig gesehen, oder? Nein. Wer hat denn nicht mehr nach ihm gesucht? Nein, alle Anklagen wegen Brandstiftung wurden fallen gelassen. Richter Brown reichen die Beweise für ein Verfahren nicht aus. Wer hört schon auf Edna? Seit wann hört denn bitte irgendjemand in Hill Valley auf das, was Edna sagt? Seitdem sie geholfen hat, Kit Ten zu schnappen, fressen der Bürgermeister und der Stadtrat ihr aus der Hand. Es wäre dumm von mir, sie zu ignorieren. Besonders mit meiner alkohollastigen Vergangenheit. Ich wünschte, ich könnte sie mal beim Falschparken oder sowas ertappen. Ich würde ihr blitzschnell einen Strafzettel verpassen. Aber so eine Dame erwischt man halt... Emmett muss seinen Flug schaffen. Was machst du hier? Wer hört schon auf Edna? Ja, gut. Dann muss Danke. Ich ihm das geben. Hoffentlich. Du musst mir diese Schreckschraube vom Hals schaffen. Und? Haben Sie ihm Daumenschrauben angelegt? Hat er gestanden? Danke, Ernest. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen. Statten Sie dem Stand einen Besuch ab und sichern Sie sich ein Stück Algenkuchen. Ich habe es getan und es war sehr interessant. Ich werde bald einen weiteren Höhepunkt unserer Expo präsentieren. Bis dann! So. Es wird langsam eng hier zeitlich. Benutzen. Können wir den da jetzt da herstellen? Nein. Officer Parker. Nun, wenn man vom Hey Danny. Entschuldigung, Genosse. Wir versuchen gerade die Expo vor solchen Gestalten wie dir zu schützen. Es dauert nur eine Minute. Unsere Aufzeichnungspflanze. Es ist aber keine gute Idee, Polizeieigentum zu stehlen. Hey! Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Detective Parker! Sicherlich glauben Sie dieser schlecht gemachten Fälschung einer Aufnahme nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was ich glauben soll, Ma'am. Aber wegen dieser schlecht gemachten Fälschung muss ich Sie leider bitten, mit aufs Revier zu kommen, um einige Fragen zu Ihrem Aufenthaltsort in den Nächten der Brandstiftung zu beantworten. Oh, sehr gut. Himmel, was ist das? Tja, ich sollte wirklich mal aufhören, immer darauf reinzufallen. Hey, heißt das etwa, wir können Emmets Stand wieder freigeben? Das interpretieren wir mal als ja. Ich muss Emmett aus diesem Glashaus rausholen. So, wieder was geschafft. Sehr schön. So. Okay, das Ding ist hier wieder frei. Jetzt muss ich bloß noch schauen, wie ich hier ins Glashaus reinkomme. Wie wär's mal mit Laufen? Hey! Emmett, komm da raus! Hör nicht auf ihn! Nicht gut. Nicht gut. Perfekt. Gar nicht gut. So, bap. Bap. Eintritt. So. House of Glass. Modularer Lebensraum. Willkommen im Atlas Glashaus, der Zukunft des häuslichen Lebens. Okay, Emmett, verschwinden wir von hier. Emmett! Emmett, hör einfach nicht auf ihn, er ist verrückt. Ich bin mir noch nicht sicher wegen dieses Geschäftsangebotes, Mr. Sagan. Lassen Sie es mich noch einmal erklären. Atlas Glass, unzerstörbar und schalldicht. Scheiße. Schalldichtes Glas. Großartig.
Der wer kommt auf so eine blöde Idee? Dass er jedermanns Ansprüchen genügt. Sie brauchen ein Arbeitszimmer? Schieben Sie einfach die Wände herein. Oder wieder heraus, damit ein Bankettsaal entsteht. Okay, finde ich aber etwas suboptimal. Aus dem ganz einfachen Grund, weil man da wieder Platz braucht, um den Scheiß zu verschieben. Griff. Mensch, Marty, du bist zu schwach. Hier, Griff. Können wir das verschieben? So, dann. Das verschieben. Schön. Das verschieben. Können wir jetzt das da aufschieben? Ja. So, können wir dann das da aufschieben? Ja, sehr schön. Gut, dann würde ich mal fast sagen, das da wieder zu. Das da auf, wenn möglich. So. Nein! Chloroform. Fuck. So, hier den Griff betätigen. Bitte lass es aufgehen. Nein! Fuck. So, das hier auf. Das da auf. So, jetzt müssten wir rein theoretisch das da aufkriegen. Perfekt. So. Wow. Emmett? Wo haben Sie ihn jetzt hingebracht, Doc? Der nächste Aussteller auf unserer Liste ist Officer Danny Parker von der Polizei von Hill Valley. Officer Parker wird einige faszinierende Hilfsmittel vorstellen, welche unseren uniformierten Jungs bald zur Verfügung stehen werden. Den kriminellen Elementen wird ab heute das Lachen vergehen. Ja. Officer Parker? Offenbar ist unser nächster Aussteller unvorhergesehen aufgehalten worden. Aber ich bin mir sicher, seine Präsentation wäre unvergleichlich lehrreich und faszinierend gewesen. Wir können ja trotzdem etwas... Ja, irgendwie wird das jetzt gerade ein bisschen abgeschnitten. Und ich habe schon eine Idee. Entschuldigen Sie, Mister. Ich suche einen großen, dünnen, älteren Gentleman. Vielleicht in Begleitung eines großen, dünnen, jüngeren Gentleman. Ich weiß, wen Sie meinen. Sie sind vor nicht mal einer Minute gegangen. Wenn Sie sich beeilen, holen Sie sie vielleicht noch ein. Okay. Ich weiß, wer Sie sind. Nehmen Sie Ihren Helm ab. Ich weiß, dass Sie da drin sind, Doc. Doc? Ja, ich bin Doktor der Meeresbiologie. Aber ich verstehe nicht, was Sie... Hören Sie auf, Doc. Was haben Sie mit Emmett gemacht? Hilfe! Ich werde angegriffen! Michael! Was machst du da? Du kannst doch keinen Aussteller angreifen. Du verstehst nicht. Er hat Emmett gekidnappt. Der Junge ist offensichtlich verwirrt. Das glaube ich auch. Soll ich ihn an seinem Ohr nach draußen schleifen? Das wird nicht nötig sein. Weißt du, wer das ist? Das ist Jacques Dutoux vom Meeresinstitut. Nein, ist es nicht. Sei doch ruhig. Die Expo hat es sich einiges an Mühe und Geld kosten lassen, Professor Dutoux herzuholen. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verärgern. Aber wenn du eine Beschwerde gegen ihn hast, können wir das nach der Show klären. Aber wenn du noch einmal so eine Szene machst, muss ich dich leider aus der Halle verweisen. Professor Dutoux. Professor Dutoux, So Ihren Diensten. Wo ist der Echte? Was haben Sie mit Emmett gemacht?
Nehmen Sie Ihren Helm, ab. Den lasse ich lieber auf. Die Inhaltsluft tut meine Nebenhöhle nicht gut. Jo, wir machen hier mal einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Baba.